Montag! Treuere Supporter gibt's nicht. Der Benny hat Arne was Schönes mitgebracht. Gibt's die Sexiness? Spiegelverkehrt. Lass uns was umgehen. Wirklich. Jahre, Alter. Leute, ihr könnt alles erreichen, ich sag's dir. Alles. Ihr müsst nur wollen. Das ist das Ding. So sieht's aus. Wo der Wille ist, ist ein Weg. Genau, wo der Wille ist, ist ein Weg. Egal wie alt ihr seid, desto jünger, desto besser. Aber selbst im späteren Alter, selbst bei Arne war es machbar. Ich bin 30 und mache immer noch ein, zwei Games. Genau, ein, zwei Games. Eigentlich, ich hab ja gesagt, ab 30 Jahren ist eigentlich vorbei. Testosteronspiegel ist ganz weit unten und dann könnt ihr auch aufhören zu trainieren. Aber. Stay sexy. Das ist Herz und Seele, meine Freunde. Okay, dann müssen wir auch hier. Dann sucht ihr einfach zwar sexy Guys aus. Bleib dabei. Gib dir Mühe. Okay, bist du bereit? Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4. Bullriding. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, that's good. Oh, good. That's good.
Fragen sich, warum wir noch so fit aussehen, weil wir so verdammt krass motiviert sind, immer noch. Jetzt kurze körperliche Pause und dann wieder. Wie lange bist du schon hier, Katja? Wie lange? Ja, wie lange? Oh, so 2 Minuten, nein, Spaß. Wir haben jetzt von 9 bis 15 Uhr quasi mehr oder weniger durchgezogen. Ja, gefühlt war das die, keine Ahnung, 2 Stunden oder so. Jetzt heute nochmal richtig Vollgas, morgen nochmal doppelt Vollgas und dann. Ja, dann werden wir sehen, was da kommt. Anita, das war Road to Glory. Ja, nicht weglaufen. Ich habe hier den Jan, alias Jan Donis, bei mir. Der Dozent, bei dem es alles angefangen hat, bei mir persönlich, nicht bei Arne. Und zwar habe ich bei Jan meine B-Lizenz abgeschlossen. Er steht heute bei Woodway am Stand. Was macht Woodway kurz in 3 Sätzen? Geile Laufbänder, mehr Sätze brauche ich gar nicht. Sehr gute Qualität, perfekt fürs Intervalltraining. Werden wir auch gleich sehen, absolut hochwertige Laufbänder. Und das Geile daran ist, Jan war so korrekt, hat uns nochmal natürlich die Möglichkeit gegeben, hier zu trainieren. Das Training findet dann bei Preco statt. Preco kennt man eigentlich im deutschen Raum, ist ein relativ bekannter Hersteller von Kraftgeräten, unter anderem auch Ausdauergeräte. Mehr brauche ich nicht sagen, wir sind eigentlich ausgelaugt, aber wir haben derbe Bock auf Training, weil er uns einfach so krass motiviert hat. Es waren so viele echt enorm geile Leute da. Feedback war enorm, deshalb liefern wir auch jetzt ein extrem geiles Training.